So, Gala. Okay, geil. Das heißt, wir checken jetzt direkt alle Maps. So. Ja, okay. Ich bin eliminiert. Ich muss warten. So, dann bleibe ich erstmal bei der Waffe. Oh Gott. Von wo kamen denn jetzt die Schüsse? Muss erstmal die Lage checken. Ah. Okay, den haben wir. Okay, sieht erstmal nicht aus, als wenn es laggen würde. Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben. Ach komm. Ja. Typische COD-Manier. Schön da hinten im Headglitch. So muss das. Alter, der wollte mich einfach boxen. So nicht. Okay, sieht erstmal aus, als würde es nicht mehr ruckeln. Okay, geil. Dann heißt das für die Zukunft nicht mehr mit 5 GHz COD spielen. Bei Cold War gab es damit keine Probleme. So. Okay, das heißt, das ist auch eine kleinere Map, ne? Weil die Beschreibung war ja nur überwiegend kleine Maps oder sogar ausschließlich kleine Maps. Das ist also die Map Gala. Ach, guck mal, auf einmal connecten auch die Schüsse. Toll. Ja, es ändert nichts daran, dass ich schlecht bin. Wann ist wieder Requisitenjagd? Requisitenjagd gibt es wieder, wenn die Beta vorbei ist am 4. Solange gibt es noch Content zur Black Ops 6 Beta. Und dann, wenn Public Beta ist, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ey, der liegt einfach auf dem Boden rum, ich werde verrückt. So, wir haben wieder dieses Teil hier dabei. Sag mal, die sehen mich aber auch immer schon, bevor ich überhaupt realisiert habe, dass mir einer gegenübersteht. Okay, ich muss gleich mal nach Ausrüstung gucken. Ja, macht hier wenig Sinn. Ich würde nochmal mit der. Guck mal, die hat jetzt ein anderes Visier wie letztes Mal. Na, damit kenne ich mich aus. Oh, da hinten der. Alter, ist das ehrenlos. Ey, diese Butcher-Frechheit. Das war wirklich frech. Die Map erinnert mich ein bisschen an diese Minimap aus Cold War. In diesem Einkaufszentrum. In diesem Modehaus da. Wisst ihr, welche ich meine? Die ist schon, also die Map macht schon einen sehr kleinen Eindruck. Das ist aber eine coole Map, so für 1 gegen 1 Matches eigentlich. Aber für Multiplayer-Runden finde ich sie schon ein bisschen arg klein. Gucken wir sonst mal an. Ja, die ist schon, also die ist schon echt ziemlich klein. So, was haben wir hier dabei? Mal gucken. Oh! Servus. Guck mal. Können wir uns die Vorbestellerwaffen aufheben, die wir zwar selber haben, nur nicht da. Ach komm, schon wieder eine Stun oder was? Ah, die kann man auch auf halbautomatisch stellen. Ich wollte eigentlich die angucken. Geht das hier nicht? Doch. Okay. Wild. Und jetzt ein Kill. Komm! Ach, dann halt nicht. Aber guck mal, hier stehen schon wieder meine Lieblings-Items rum. Habt ihr gerade den Mülleimer gesehen? Ich liebe es. So, gucken wir uns mal noch die anderen Waffen an, die wir hier so haben. Ah, das war die Dreischusswaffe, ich erinnere mich. Wobei, inzwischen bin ich ja nicht mehr so ein krasser Hater von den Dreischusswaffen. Ja, okay, der war schnell down. Friendly. Ach, aber die hat so ein Visier, das schmeckt mir nicht so. Gehen wir mal in die rein. Ah, das ist die, okay. Also geht's nur mir so oder sieht man die Gegner ein bisschen schwierig? Ich habe schon im ein oder anderen Video gehört, dass mehrere Leute sich darüber beschwert haben, dass man die Gegner nicht so gut erkennt. Das war aber bisher immer in den Betas so und dann am Ende im Spiel hat sich das dann nochmal geändert. Medizin, danke für die 4
Herzen und danke für das Gimme the Vote. Vielen, vielen Dank. Okay. Best Play. Ich vergesse immer noch diese neuen Bewegungen und so, ne? Das habe ich immer noch gar nicht auf dem Schirm, dass das ja geht. Okay, wild. Aber seht ihr dieses Flimmern? Seht ihr das? Hinten auch an der Kiste und so flimmert so. Und da, dieses Flimmern in den Schatten hat sich hier wieder irgendwie... Okay, erstmal Level. Ja, ja, skip. Hat sich hier irgendwie... Ich gehe mal ganz kurz raus.